Hallo Leute und willkommen zurück zu Space Engineers. Ja, wie ich gesagt habe im letzten Part, ich hoffe, dass es der letzte Part war, weil ich hatte eine Fehlaufnahme dazwischen. Hab mal die Seite hier fertig gemacht, ja, und hab mal hier ein bisschen umgebaut. Na, auch schon alles getestet soweit. Also, die wird irgendwie also nicht beeinflusst. Ne? Ich habe Vollgas gegeben und der Vollschub, auch wenn sie unten ist, wird sie halt nicht beschädigt. Komischerweise. Nee. Ja, aber keine Bange, die Triebwerke sind nicht verschwunden. Die brauche ich. Haben wir ja festgestellt, die sind jetzt hier oben. Und die werden... Und die werden auch so bleiben. Ja, die habe ich jedenfalls hier oben jetzt hingepackt. Die werden auch so bleiben. Ja, ich finde jedenfalls so sieht das nicht schlecht aus. Aber könnt ihr ja mal sagen, was ihr wollt. Ne? Die sehen ja eigentlich so nicht schlecht aus. So wie die hier dran sind. Ne? Natürlich auf der Seite auch nochmal dasselbe. Ups, ja. Ja, die hatte ich halt mal kurz kaputt gemacht, damit ich sie halt in eine Gruppe fassen kann. Die sind ja nur, oder sollen ja nur denn für die, ja, für den Fahrbetrieb als Unterstützung dienen. Wegen Bergfahren und so weiter, ne? Was heißt nur wegen Bergfahren? Auf geraden Flächen kommt das Ding ja schon nicht so wirklich in Gang. Ja, ja, dann wollen wir mal, ne? Ja, jedenfalls heute habt ihr vorgehabt, dass wir endlich mal hier... loslegen. Ja, in der Fehlaufnahme habe ich das alles auch schon gemacht. Aber... ja. Nee, ich wollte jetzt nicht unbedingt, dass ihr das hier verpasst. Da habe ich mir schon so ein bisschen was einfallen lassen. Ich wollte schon, dass ihr das seht. Da habe ich nämlich so ein bisschen hier an den Design rumgebastelt. So ein paar Veränderungen gemacht, wie das hier zum Beispiel. Ja, nee, keine Ahnung. Hatte ich auch schon mal gesagt, manchmal verstehe ich das nicht. Ne? Dass das teilweise halt doch jedes Mal dann wieder so rumspinnt. Ne? Naja. So. Hier noch zu. Ja, na gut, jetzt funktioniert das auch wieder mit dem Ton. Gestern bei der Aufnahme hat der Ton irgendwie so rumgesponnen. Da hat man das hier gar nicht mehr gehört, dieses Setzen von den Blöcken. Also ich habe es jedenfalls nicht mehr gehört. Wieso auch immer. Ja, jedenfalls, der Grund, wieso ich jetzt halt auch die Triebwerke nach oben gesetzt habe, ja, wegen der Radabdeckung auch. Das. Das. Ja, wegen der Radabdeckung auch. Die muss, die wollte ich ja dann auch noch dahin bauen, ne? Nee. Ja, aber trotzdem muss ich jetzt nochmal überlegen. Obwohl ich es jetzt schon einmal gebaut habe, muss ich jetzt trotzdem nochmal wieder überlegen, wie ich das jetzt baue. Ja. So, da habe ich nämlich schon einen Fehler drin. Haben wir schon einen Fehler drin. Ist dahin natürlich. So. Das. Das. Wieso kommen die Naniten jetzt nicht? Oh, habe ich noch einen vergessen. Hatte ich das Ding
Ausgestellt? Nee, eigentlich nicht. Achso, ja, ich hatte das... Stimmt. Sorry, ich habe noch was anderes vergessen. Dazu brauche ich dann aber auch wieder Kommunikationskomponenten. Ja, ich hatte das halt wieder abgebaut, weil ich halt alles vernünftig einstellen wollte, auch mit den Rädern und alles. Deswegen hatte ich das halt auch wieder abgebaut. Das Teil hier. Ja, und wie ihr auch sehen könnt, ohne dieses Teil funktioniert das halt nicht, ne? So. Starrohr 2. 1. Computer 1. Herstellung 1. Starrohr klein 2. Computer. Aha. Starrohr klein 2. Kommunikationskomponenten ein. Computer ein. Ja, sorry, dass das jetzt halt wieder was anderes ist. Dass ich jetzt schon wieder was anderes mache. Aber ich möchte ja, dass die das auch in der Zeit schon mal fertig bauen. Nee. Damit das alles ein bisschen schneller geht. Ja. Ja, das ist mir auch aufgefallen. In der letzten Aufnahme, da habe ich was vergessen. Naja, aber diesmal nicht. Das können wir vielleicht mal im nächsten Part machen. Ja, aber diesmal kümmere ich mich mal hauptsächlich hier drum, dass wir das heute mal fertig kriegen. Und wenn dennoch Zeit bleibt, kümmere ich mich dann kurz noch um die Kanzel. Ja, keine Ahnung. Ich hatte es eigentlich getestet. Das Cockpit war eigentlich dicht. Dass da aber trotzdem noch Fenster gefehlt haben. Keine Ahnung. Nein, nicht da. Ja, ich spiele immer noch auf der älteren Version. Hab da ganz wahrscheinlich ganz am Anfang schon gesehen. Ja, naja. Ja, keine Ahnung, also... Damit hatte ich jetzt aber nicht wirklich gerechnet, dass halt die Diff... Ne, die Sable Branches... doch so dermaßen weit auseinander liegen. Ja. Jetzt schon, ja, könnt ihr ja hier sehen, das ist die Version vom 14.07. Ne? Das ist schon jetzt genau ein Monat her. Heute haben wir nämlich den 18., den 14.08., wo ich das hier gerade aufnehme. Ja, so viel zu meinen Urlaubsfolgen. Die wollte ich eigentlich alle schon vor Beginn des Urlaubs fertig haben, aber habe ich dann leider doch nicht mehr geschafft, die frühzeitig fertig zu kriegen. Ja, immerhin, das sind insgesamt 24 Folgen für 2 Monate. Ne? Die müssen dann noch alle bearbeitet werden, gerendert werden und so weiter. Ne? Jetzt ist ja noch der Wunsch dazu gekommen, dass halt noch Musik mit reinkommen soll. Andere Musik außer der Space Engineer Musik. Nee. Da muss ich da jetzt halt auch noch. Bin ich dann sehr wahrscheinlich auch noch ein bisschen rangegangen. Ja, das weiß ich zu dem Zeitpunkt halt noch nicht, weil ich das halt noch nicht großartig gemacht habe. Die letzten 12 Folgen für den letzten Monat. Letzten Monat. Aber ich denke mal, ich würde das schon hoffentlich gut hinkriegen, dass ihr das auch einigermaßen mögt, die Musik.
Ja, also wenn es halt nicht so ist, dann müsst ihr mir halt was schreiben. Dann müsst ihr sagen, ja hier, Rayman, pass mal auf. Könntest du mal und hast dann mal. Ja. Ja, aber wenn wir das denn haben, können wir so langsam mal oben dran gehen. Ja gut, denn noch die andere Seite. Ne? Andere Seite des Moduls. Die müssen auch noch alle hin, wegen den ganzen Hangartoren. Müsste wahrscheinlich gleich erstmal wieder aufladen. Ja. Ja, hier habe ich mir auch schon sowas überlegt. Das sah eigentlich nicht schlecht aus, was ich in den Part gemacht hatte. Naja. Ja, naja, super. Und die Zeit wäre normalerweise schon rum. Jetzt. Jo, nee, nicht ganz rum. Ein bisschen länger kann man ruhig machen, weil ich hatte noch so ein paar Störungen dazwischen. Die ich dann halt rausgeschnitten habe. Da das? Oh, wieder umspringt, ne? So. Das, einmal das. Ne, ich hatte mir halt auch schon überlegt, ob ich nicht halt die normalen Dreiecke reinsetzen kann. Aber das sieht nicht aus. Ja. Hier denn halt ganz normal. Ja, ich setze jetzt kurz noch denn die Hangartore schnell dran. Ja. Gut, hier hinten muss ich mir dann sowieso noch ein bisschen was einfallen lassen, wie ich das mit dem Tor dann mache. Ja. Kurz noch schnell die Hangartore dann setzen. Hoffe, ihr habt noch ein bisschen Zeit. Jetzt muss ich bloß selber erstmal gucken, ob das wirklich auch die 15er waren. Ja, ich sag ja, also manchmal so ein bisschen fuckelig. Aber Wahnsinn. So. Ja, dann hätten wir die Seite, jedenfalls die Radkästen, erstmal schon mal komplett. Jetzt aber wirklich. Ja. Doch, war nicht richtig. Ja, so Leute. Ja, ich würde mal kurz sagen, ich mache das mal schnell noch offline. Hoffe, dass die Aufnahme ein bisschen was geworden ist. Diesmal. Ja, obwohl ich Testaufnahmen mache, ne, in der Testaufnahme läuft es dann wieder. Obwohl ich Testaufnahmen mache, läuft es dann wieder halt. Dann starte ich die Aufnahme, will die Aufnahme starten und dann plötzlich. Klappt es dann wieder nicht, komischerweise, ne? Ja, das mache ich schnell offline. Ja, braucht da nicht unbedingt dabei sein. Ja, Leute. Bedanke ich mich wieder vielmals fürs Zuschauen.
Über Daumen, Kommentare würde ich mich natürlich sehr freuen. Würde mich auch freuen, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Ja, also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo Leute und willkommen auf meiner Endcard. Oben in der linken Ecke kommt ihr jeweils zum vorherigen Part dieses Projektes. In der Mitte kommt ihr zur Playlist. Falls ihr die schon immer gesucht habt, oben rechts kommt ihr zum nächsten Part. Falls er schon online ist, ansonsten kommt ihr ja nur auf ein Video, wo steht, ne, ist privat. Unten links findet ihr jeweils meinen Twitter-Account und meinen Facebook-Account. Könnt ihr mal draufklicken und könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr Lust habt. Unten in der Mitte kommt ihr zum Upload-Plan. Dort seht ihr mal top aktuell, wann eure Lieblingsfolge in den nächsten 2 Wochen zu welcher Uhrzeit kommt. Könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr Lust habt und dort noch nicht wart. Unten in der rechten Ecke kommt ihr zu meiner Let's Play-Übersicht. Dort findet ihr mitunter meine laufenden Projekte, abgeschlossene Projekte, pausierte Projekte und meine kommenden Projekte, die irgendwann 1000%ig auf meinem Kanal erscheinen werden. Da gehört mit zu PC-Spiele, PlayStation 1-Spiele, PlayStation 3 Spiele habe ich in einen Reiter zusammengepackt, weil man kann ja PlayStation 1 Spiele auf der PlayStation 3 spielen. Xbox 360 Spiele, PlayStation 2 Spiele muss ich noch hinzufügen und irgendwann mal die Wii U Spiele, wenn ich dazu komme. Ja Leute, bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr habt weiterhin Spaß auf meinem Kanal und an diesem Projekt. Also Leute, ciao!